Hallo, mein lieber Krebs, schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz herzlich und willkommen zu deiner Augustlegung für die Liebe. Wir gucken in die Liebe rein, was da so los ist zwischen dir und deinem Gegenüber. Einem Gegenüber ist egal, wer das jetzt ist, ob du mit den Menschen fest zusammen bist, noch nicht, ob das dein Wunschpartner ist, ob du verliebt bist, das ist vollkommen egal. Und ja, wir gucken uns dann auch an, wie die Ausgangssituation vorerst aussieht bei euch. Bedenke, dass du auf der einen und auf der anderen Seite sein kannst, die wir hier beleuchten. Und ja, die Legung ist allgemein. Muss natürlich nicht auf jeden zutreffen, aber das spürt ihr raus. So, mein lieber Krebs, immer mal gucken, was ist bei dir los im Liebesbereich? Worum geht es, Krebs? Liebe August. Ui. Gib der Liebe eine Chance. Wenn wir beginnen zu lieben, verändert sich unser Leben für immer. Ja, der Liebe eine Chance geben. Vielleicht ist es in der Verbindung gerade nicht so rosig, dass man dem Menschen noch eine Chance geben soll. Einige von euch könnten da auch so ein bisschen hadern oder in dem Glauben sein, weiß ich auch nicht. Das Richtige ist noch nicht dabei. Es hat sich noch nicht entwickelt. Oder mit dem Menschen, ich bin mir nicht sicher. Gib der Liebe eine Chance. Vielleicht gibt es da Sachen, die man einfach noch aufarbeiten muss mit einer Person, ne? Wo man vielleicht schon gedacht hat, das hat gar keinen Sinn mehr oder das kommt gar nicht zur Verbindung oder so, ne? Ja, jemand sollte hier noch eine Chance geben. Jemand sollte es nochmal versuchen. Eine Chance kann sich zeigen. Krebs. Gucken wir mal weiter. Was gibt es hier denn noch zu sagen? In der Liebe August. Pokerface-Enthüllung, Gefühle zeigen. Vielleicht hat jemand da nicht so wahrheitsgemäß gespielt oder ehrlich gespielt, war da nicht ganz ehrlich, ne? Hier geht es darum, dass man seine Gefühlswelt offenbart, auch zeigt, was man fühlt, was man denkt, die Emotionswelt zeigt. Vielleicht gibt es da einen Menschen, der sich jetzt bald zu dir bekennt, ne? Ja. Liebeserkenntnis, sich in die Karten schauen lassen, Gefühle preisgeben, Gefühle rauslassen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch darum, dass ihr jemanden zeigt, was ihr empfindet. Wenn das jetzt zum Beispiel eine neue Person ist, ne? Dass man da mit offenen Karten spielt oder dass man so langsam mal versucht, sich zu zeigen, sich zu offenbaren auch. Schauen wir mal weiter. Noch eine Karte dazu. Krebs, was ist los bei dir? Der Ritter der Kelche ist los. Ist ja deine Energie, ne? Auch Fische und Skorpionenergie. Ja, Liebesbekenntnis, Liebesbeweis, seine Gefühle offenbaren, Verliebtheitsgefühl, jemand, der sich auf dich zubewegen will, mit einem Liebesangebot, ne? Der Ritter der Kelche. Der Liebe vertrauen, den Liebesweg gehen. Liebevoll auf jemanden zugehen, ne? Herzlichkeit. Anbahnung, Entschuldigung, Versöhnung. Vielleicht solltest du einem besonderen Menschen eine Chance geben, ne? Weil der hat wirklich Gefühl in sich, ne? Das ist wirklich verliebt. Liebe ist hier zu sehen, ne? Gib der Liebe eine Chance, gib dem Menschen eine Chance. Wir gucken jetzt mal, Krebs, was bei dir und bei deinem Gegenüber so los ist. Gedanken, Gefühle, Emotionen, Verhaltensweisen eventuell. Was ist da los? Eine Karte auf der ersten Seite. Oh, das Ass der Stäbe. Eine Karte auf der anderen Seite. Krebs. Oh, ja, die vier der Schwerter. Wir fangen mit der ersten Seite an, Krebs. Entweder bist du hier oder hier, ne? Das merkst du dann. Hier haben wir das Ass der Stäbe. Da wird etwas entfacht. Da wird Feuer entfacht. Anfangsenergie. Staatsenergie. Die Flamme entflammen lassen. Die Flamme leuchten lassen. So. Da ist jemand, der so langsam anfängt, etwas leidenschaftlich zu erkennen, sich der Leidenschaft hingeben. Das Feuer nochmal zünden sozusagen. Ne? Staatsenergie, Handlungsenergie, etwas in die Hand nehmen. Ne? Leidenschaft, Feuer und anfangen, starten. Wir klären das erstmal auf hier.
Ass der Stäbe hier auf der ersten Seite, Krebs. Was ist hier mit Ass der Stäbe? Oh, die Welt. Vielleicht weißt du noch gar nichts davon. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite du bist, ne? Hier ist jemand auf jeden Fall offen dafür, ne? Die Welt, da draußen ist jemand, der sich anbahnen will, der die Leidenschaft mit dir zusammen erleben will, ne? Wir sehen hier zwei Hände. Die eine Hand hält die Kerze fest, die andere Hand zündet sie an. Das ist jemand, der sich öffnen will, das ist jemand von außen. Ist egal, auf welchem Wege, ne? Alltagsbedingt, arbeitsbedingt, privat, keine Ahnung. Jemand, der von außen auf dich zukommen will. Jemand, der bereit ist, eine Energie von, ja, etwas verwirklichen. Beide, die das gleiche Ziel haben, ne? Beide, die das gleiche Ziel verfolgen und hier auch etwas vollenden können. Klären wir das mal auf hier. Ass der Stäbe, worum es hier um die Welt geht. Krebs, was ist hier auf der ersten Seite los? Der Hierophant quer. Das ist die Stierenergie. Oh, und der Page der Kirche verkehrt herum. Auch wieder deine Energie. Fische, Krebs, Skorpion. Stier haben wir hier. Fische, Krebs, Skorpion. Muss nicht unbedingt das Sternzeichen sein. Die Sternzeichen, die ich hier sage, ne? Ja, der Hierophant. Glaubensenergie, ne? Das ist der starke Wille. Das ist eine Regel, die man sich selbst herstellt. Hier verhält sich jemand wirklich vernünftig, will sich vernünftig verhalten. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wenn man sich nicht traut, auf Menschen zuzugehen oder so, aber hier fasst sich jemand am Kopf, wollte ich gerade sagen. Hier fasst jemand den Mut oder hier bringt sich selber jemand ins Reine, ne? Und versucht jetzt hier nicht diese naive Art und Weise durchkommen zu lassen. Da versucht jemand wirklich so erwachsen zu sein, sich dahin zu bewegen, ne? Eine klare Struktur hier zu schaffen. Ja, es kann sein, dass dieser Mensch sich aus dieser Unausgewogenheit rausholt, ne? Sich Mut fasst, einen Glauben auch daran hat. Aber noch nicht ganz diesen Schritt wagt, beziehungsweise sich noch nicht ganz traut, weil man braucht vielleicht auch noch so ein Zeichen vom Universum oder wartet darauf, dass das Ganze klar ist, ne? Dass man diesen Weg gehen kann, weil der Page der Kirche verkehrt herum ist auch so eine zögerliche Energie. Zwar versucht man sich da eher so erwachsen zu verhalten, ne? Nicht so hier diese Flirt-Energie, diese Anmach-Energie, sage ich jetzt mal, sondern wahre Absichten, die da einfach hinterstecken. So, wir gucken uns jetzt die andere Seite an. Da haben wir die Vier der Schwerter. Ja, da ist jemand wirklich unruhig, mit dem Gedanken ganz woanders. Auch so dieses, oh Mann, ja, ich weiß auch nicht, lass mich doch einfach in Ruhe. Und irgendwie fügt sich das Ganze nicht so richtig zusammen. Ja, jemand ist da irgendwie ruhelos, ne? Unruhig, braucht erstmal Abstand, Ruhe von etwas. Auch diese Gedanken, die sich hier zeigen, ne? Das sind negative Gedanken hier, ne? Die sich jemand macht. Schlaflose Nächte, Grübelei. Hier muss sich jemand einfach zurückziehen und braucht eine Pause davon. Die Sache ist jetzt erstmal ruhig stillgelegt und solange sollte man auch die Füße stillhalten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise sich dann auch zurückziehen und regenerieren und das Universum machen lassen, ne? Gucken wir mal, worum geht's hier? Vier der Schwerter, Krebs. Womit haben die Vier der Schwerter etwas zu tun? Ja, hier, Krebs. Königin der Kirche von der Rückseite. Auch wieder deine Energie, Fische, Krebs, Skorpion. Ne? Ja, zarte Gefühle, die Gefühlswelt, die sich hier widerspiegelt. Die Emotionen, ne? Verletzliche Seite. Erstmal drüber nachdenken, ob man sich in diese Verbindung hinbewegen kann oder ob man diesem Menschen da überhaupt eine Chance gibt. Ne? Man wartet auf Änderung, Veränderung. Man hat ja auch schon eine gefühlvolle Emotionsreise hinter sich. Ne? Viele Emotionen, die sich gezeigt haben, wo man erstmal kurz innehalten muss. Ne? Hier weiß jemand irgendwie gar nicht, was los ist. Das Ganze
Das kann man noch nicht erkennen, das kann man noch nicht sehen, ist ja klar, weil der Mensch dich einfach noch nicht auf dich zubewegt hat, aber positive Liebesabsichten hat. Aber man steckt hier selber noch irgendwie in so einer negativen Energie, so, ja, ich sehe da jetzt nichts, ne? Und ja, die Negativität sollte erstmal fallen gelassen werden, ne? Diese Grübelei, erstmal diese Ruhepause. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite du bist. Klären wir das mal auf. Vier Schwerter, worum es um Königin der Kelche geht. Krebs. Ja, siehst du, Ausgleich. Ja, man wünscht sich, dass jemand kommt und dir das gibt, was du auch verdient hast, geben und nehmen in Einklang, dass man sich wieder ausgleichen kann, ne? Ausgeglichen ist, eine ausgeglichene Verbindung, diese Verbindung auch wieder ausgleichen, ne? Dass das wieder alles funktioniert. Hier haben wir die Königin der Stäbe verkehrt. Das ist Feuer, Energie, Schütze, Löwe, Widder. Ja, da könnte jemand ja so ein bisschen im Selbstwert getroffen sein auch, ne? Dadurch irgendwie gerade zu träge sein, die Leidenschaft zu zeigen oder sich in Abenteuer rein zu bewegen. Ja, da ist jemand getroffen, ja, vielleicht sogar auch beleidigt. Auch gerade nicht so richtig bereit sein, ne, sich der Leidenschaft hingeben oder auch diese Leidenschaft in sich erstmal vergraben, ne? Hier Rückzug, sich zurückziehen. Die Leidenschaft ist erstmal vergraben. Man will hier seine verletzliche Seite vielleicht auch nicht zeigen, ne? Aber vielleicht geht es darum, ne? Dass man es zeigt in der Liebe. Das ist ja meistens so. Da gibt es immer diese Verletzlichkeit, ne? Mein lieber Krebs, gucken wir mal, wie die Ausgangssituation aussieht zwischen euch hier in der Liebe. Was sagt der Ausgang? Vorerst. Oh, die Königin der Stäbe hier auch von der anderen Seite. Feuer, Schütze, Löwe, Widder. Mensch. Das ist eine Verwurzelung, ne? Hier hat jemand vielleicht auch lange gewartet darauf, dass sich etwas tut, ne? Jemand muss hier wirklich erstmal im Rückzug drüber nachdenken. Ja, also ich weiß ja nicht, vielleicht geht es wirklich darum, dass man sich wieder annähert, dass man eine Verbindung irgendwie repariert oder so. Dass man wieder gemeinsam dieses Feuer entfacht, ne? Ja, und hier zeigt sich einfach auch eine blockierte Energie, ne? Dass man das Innere irgendwie nicht richtig rauslassen kann oder rauslassen will gerade, ne? Man fühlt sich da einfach noch verzwickt und verwurzelt hier. Wir klären das mal auf, den Ausgang hier. Die Königin der Stäbe von der Rückseite. Krebs, das Kleeblatt. Ja. Und der Hirsch. Ja, also das wird nur eine kurze Zeit sein. Jemand wird hier wirklich versuchen zu kämpfen, ne? Das ist ein starkes Verlangen, was jemand hat. Jemand kämpft für sein Glück, um sein Glück. Also jemand kämpft für eine Person, für eine Verbindung, ne? Versucht das Positive zu sehen. Also da hat jemand dann ein gutes Gefühl und dann startet man rein, versteht ihr? Diese Verbindung ist einfach zu stark und da will jemand kämpfen, da hat jemand das Verlangen dazu, ne? Dass die Königin sich hier umdreht, wer auch immer das ist. Im Hintergrund haben wir die 57 und das ist die Brücke, ne, die Verbindung. Hier will jemand die Verbindung wiederherstellen oder überhaupt herstellen, ne, der Ritter der Kelche mit dem Liebesangebot. Man fühlt sich verbunden, man will einen Brückenbau herstellen, ne, dass man sich begegnen kann hier. Hier geht es darum, die Positivität zu sehen und dafür auch zu kämpfen, ne, die Chance. Gib der Liebe die Chance, gib der Liebe eine Chance. Ja, Verbindung. Ja, mein lieber Krebs, ich danke dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles Liebe, auch in der Liebe im August, dass sich alles zusammenfügt, wie du das haben willst, wie du dir das wünschst. Bis bald, mein lieber Krebs. Tschüss.